Ne, erwische ich nur einen von denen. Ne, dann mach lieber die nekrotische Lanze da. So. Dann machst du... Seid ihr noch gefürchtet? Genau, verängstigt für 6 Sekunden. Okay, dann machst du bitte so eine Markierung auf einen von den Stärkeren. Du bist viel zu nah dran. Du machst bitte die Käfer dahinter. Die Käfer fallen dir in den Rücken. So. Du machst bitte das da. Du machst eine nekrotische Lanze auf den Kultisten. Sehr gut. Oh, was passiert mit dir? Was ist mit dir passiert? Du bist benommen und du hast tiefe Wunden und bist geblendet. Achso, du schießt auf ihn, ja. Das hältst du schon aus. Ah, das schaffst du schon. Du mach mal eine... Mach nochmal den hier. Bye bye. Ja, das ist echt durchgezogen. Hat die ganze Zeit weiter auf ihn getackert. Obwohl alle um ihn herum auf ihn einschlagen. So, hier ran da. Ja, vorbei. Okay. Hui. Du. Zeig mal deine... Was? Sind wir noch im Kampf? Achso, weil ich das hier angeschaltet habe. So, Zauberbücher. Das da kann weg. Ich hätte gerne... Nein. Nein. Was bist du? Bollwerk gegen die Elemente. Umgib den Zauberwirker mit einem geheimnisvollen Schild und durchdringt ihn mit Boni auf die Schadensreduktion gegen Verbrennung, Frost, Säure und Schockschaden. So ähnlich hätte ich gerne was. Geisterschild, der die Schadensreduktion erhöht und einen Konzentrationsbonus bewirkt. Den da hätte ich gerne gekauft. Ja. Du hast deinen Zauberspruch gelernt. Gut. Hieb der 1000 Schleier. Ein schneller Schlag mit zerschmetternder Kraft, der zwar nur geringen Schaden zufügt, jedoch mit hoher Wahrscheinlichkeit die feindliche Zauberwirker stört. Den lernst du bitte auch. Jetzt haben wir langsam ein paar Kupferstücke über dafür. Vorher wollte ich keinen Zauber lernen, weil es so schweineteuer war. Jetzt geht's langsam. Infusion der Lebensessenz. Flößt dem Zauberwirker Vitalität ein, wodurch er einen vorübergehenden Anstieg seiner aktuellen maximalen Ausdauer erhält. Ja, das könnte auch interessant sein, kostet aber schon mal 200 Kupferstücke. Das wäre auch interessant, Blitz, wegen dem Ping-Pong-Effekt. Das wäre cool, wenn es... Also wenn man Feuerball legt, hat man ja diesen runden Kreis mit Rot und den gelben Kreis drumherum. Und bei anderen Effekten sieht man halt, wo der Wirkungsbereich ist. Wenn man beim Blitz sehen könnte, wie der Wirkungsbereich vom Blitz ist und, wenn es auf eine Mauer trifft, wie der Blitz abprallen würde. Das wäre sehr interessant. Werde ich mir auch bald mal holen und dann reingucken. Was ich jetzt allerdings suche, sind noch mehr Schutzzauber. Wie? Um seine Geschwindigkeit und Bewegung zu erhöhen, während seine Ausdauer sinkt. Nein. Fesselndes Netz könnte auch noch interessant sein. Duplikate des Zauberers, den haben wir schon, ne? Laut Liste schon. Hast du aber nicht drin. Zauberbuch. Achso, ja, ich muss das hier machen. Was? Wo ist mein Zauberbuch? Feuerball das. Das ist Lundaras. Meerwald. Surikas. Verblasstes Zauberbuch.
ganz viel Zeug, was wir noch nicht haben. Ah, da. Alos Zauberbuch. Na also. So, ich hätte gerne dich da zum Beispiel raus, weil dich nutzen wir gar nicht. Und stattdessen hätte ich gerne einmal den noch drin und nochmal... Was? Achso. Wir könnten noch einen verschiedenen Stufe 2 reinbauen. Gut, dann hätte ich gerne bei dir den raus und dafür das Duplikat drin. Und ich hätte den kleinen Geschosse raus und dafür den Geisterschild drin. So funktioniert das. Okay. Raus. Raus. Looten. Käse. Guter Gambison. Alles mit. Mit. Indeed. Und auf dem Tisch liegt ein Mann in einer blutigen Robe. Sein Mund und seine Augen werden von dick verkrustetem Blut umgeben. Ha? Guck dich um. Keine Falle? Keine Falle. Noch mehr Enterhaken. Ich glaube, wir haben langsam genug, um mehrere Burgen zu erstürmen. Was cool wäre, wenn wir das könnten. Noch mehr Burgen. Aber ich denke, eine reicht erstmal. Geh mal da hinten hin. Nicht schleichenderweise. Bis hier waren wir ja schon. Und da oben kommen wir nämlich her. So, hier nochmal schleichen. Hallo, einzelner Mensch. Der weggeht vor uns. Okay. Hat wohl auch seine Patrouillen, die hier gehen muss. Komm mal zurück, den könnten wir dich alleine erschlagen. Das wäre echt praktisch. Wo bist du? Okay, wir sind jetzt schon wieder zu weit weg von der Gruppe. Gruppe bitte einmal aufschließen. Bis nach hier. Got it. Du guckst mal, wo dieser komische Gang hinführt, außer zu Pilzen. Oh, hallo. Du gehst schneller, als ich schleichen kann. Oder? Nö. Hallo. Alle Mann, sagt mal hallo. Du schubst ihn mal um. Fuchs, komm mal da durch. Flanken, 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 tot. alles mit. So, hier neu sammeln. Allesamt schleichen. Du. Sammel die Pilze. Prioritäten und so. Sammel da. Auf diesem hölzernen Bildnis wurden Schädel festgezurrt. Okay. Hier sind bestimmt welche, ja. Also hier drin wären schon mal drei, die uns gesehen haben. Nee, haben sie uns nicht. Oh, warte mal, komm mal zurück. Ach, du machst jetzt einen kritischen Schaden, wenn du schießt. War das ein Crit? Nee, nur 13 Stechen Schaden. Okay. Flieh, flieh. Allesamt auf den. Okay, so. Du schubst den da um, damit er keinen freien Angriff mehr auf sie hat. Du wechselst bitte auf Nahkampfwaffen. Du machst Furcht. Du schießt auf den Fanatiker hier. Du sorgst dafür, dass die alle das da haben und du schützt dich. Prioritäten und so. Danach machst du bitte Schaden auf den Fernkämpfer. Du schießt bitte übrigens auf den Fernkämpfer. Ich glaube, das wäre okay soweit. So, er liegt auf dem Boden. Also wir haben keine rote Verbindung hier mehr. Das heißt, du kannst jetzt Abstand nehmen. Machst die tödliche Markierung auf den da hinten. Und machst jetzt eine Heilung für unsere Helden. Du wechselst auf Fernkampfwaffe, schießt auf den mit dem Wundschuss. Du
dahin. Oh, so geht's. Wusch. Du kippst bald um, das ist gut. Du kommst an die ran. Jupp. Du schubst nochmal um. Den da. Du Flammenschlag-Dingens auf den da. Oh, das war schick. Und wir hätten theoretisch jetzt noch einmal Skelette frei, aber das brauchen wir nicht. Einfach alle auf den. Dann alle auf den. Und dann passt das. Aber es wird jetzt eng. Was, ne, Campingbedarf angeht und Zaubersprüche und Lebenspunkte und dergleichen. Müssen wir mal schauen. So. Könnt ihr nicht Stöcker dabei haben und Essen und so Zeug? Das wäre sehr praktisch. So, nice and quiet. On your word. Guck dir mal hier die Regale an. Hallo? I'm here. Du guck mal, was der da macht. Nicht, dass der Verstärkung holt. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Ne, ich in meine Richtung laufen. Scheinen nur die 5 zu sein. Das heißt, ihr stürmt jetzt bitte mal auf den zu. Und du machst erstmal nichts und machst dann hoffentlich einen flankierenden Angriff gleich auf einen. Oder du wirst instant enttarnt und die können dich angreifen und du bist gleich tot. Das ging hier natürlich auch. Du mach bitte Verwirrung auf die beide. Du schnappst dir den, du versuchst dich hier abzufangen. Hm, will er nicht, okay. Dann machst du bitte hier eine Markierung auf den. Du schubst bitte den um. Du stellst dich anders hin. Du verfluchst die. Du schießt auf den da hinten eigentlich. Du auch. Klappt das? Scheint zu gehen. Okay. Du mach den Flammen. Du musst mal kurz Platz machen. Geh mal da runter. Gib unseren Leuten Schutz. Du gehst dahin, wo er stand und machst dann den Flammenfächer. Einen kleinen Ticken vor. Ganz kleinen Ticken zurück. Kleinen Ticken vor. Och, Menno. Weißt du was? Ich grill gleich einfach Edda. Das kann er ja schon ab. Ja, hier, komm. So. Du schießt auf den mit dem Wundschuss. Du kannst Ballskelette beschwören. Die kommen hier hinten hin. Das ist gut. Und du machst noch Schutz. Ja. Oh, das ist nicht gut mit der Lebenskraft dann. Mach eine Heilung mal dahin. So. Denn bitte den noch nicht, sondern göttlicher Schrecken klingt gut. Du mach die Skelette da hinten hin. Sehr gut. Zwei von denen auf den, einer auf irgendeiner Arme. So, die schnitzen hier fleißig rum, das ist gut. Du Flammenschwert auf den. Du schubst um den. Du hast bald nichts mehr. Wodurch seine Abwehr, Tapferkeit, Reflexe und Wille gesenkt werden. Okay, mach den dann mal weniger als er ist. Du mach die alle benommen. Gut abgelenkt. Du
Die sind zäh. Schieße den Prediger. Du markier den Prediger. Weiter draufhauen, weiter draufhauen. Du hast nichts mehr, außer noch einmal eine Heilung. Du kannst einmal nekrotisch mit Lanzen Ding machen. Was war das? Down by one? Haben wir einen Gegner gekillt? Keine Ahnung, aber der da heilt sich die ganze Zeit. Oder lässt sich heilen. Das ist echt schön, dass keiner sie da hinten angreift. Mach den Schuss dahin. Du auf den. Du prügelst nur. Du schießt nur. Du hast gleich... Du hast jetzt schon wieder Skelette. Okay, mach Skelette bitte da hinten hin. Und Jen Flammenfächer kommt nicht zum Einsatz hier. Nee. Dann mach bitte Benommenheit. So, alle drei auf den Heil. Mhm. Sehr schön. Er schreit fleißig. So gehört sich das. Du arkebusier den da hinten. Du versuch mal da hinten anzukommen. Kommst du? Jupp. Tod den Zauberern. Da drauf. Da drauf. Du Benommenheit auf die. Crunch. Was waren unsere Skelette? Ach, die sagen immer, einer weniger, wenn auch unsere Companions weggehen, also die Beschworenen. Ja, das ist okay. Skelette dahin. Und ich hoffe mal, diese Kultisten haben langsam keine Zauber mehr. Weil ich bin eben davon ausgegangen, dass sie auch einen begrenzten Pool haben an Zaubern, deswegen habe ich so weit gewähren lassen. Aber die sind immer noch fleißig am Rumzaubern. Sehr komisch. Crunch, crunch, crunch. Aufstehen, aufstehen. Mach mal jetzt hier die Heilung, was soll's. Du schießt den da kaputt. Du nochmal benommen halt. Na, endlich. So. Du, den da, du, den da. Der Rest macht schon irgendwas. Benommenheitsding. Ja, ist richtig schön von der Seite reinschießen, müsste einen guten Bonus geben. Ja, flankiert, blendende Lichter, Benommenheit, alles Mögliche. Yes? Nochmal ein paar Skelette dazu. Und weg. Sehr gut, sehr, sehr gut. Rein da. Das sind ganz schön viele, die sich hier unten versteckt haben. Ich hoffe mal, das sind alles immer nur gute Sachen und nicht irgendwelche außergewöhnlichen, die ich gerade einfach so mit wegsortiere. Nee. Ist okay. Oh, warte. Eine ganze Seite da übersehen. Hust, hust. Such mal nach besonderen Dingen und nach etwaigen Fallen hier an der Kiste. Me.